Moin, moin, ganz schnell, weil der Akku ist gleich leer und ich habe gerade keinen Fall Akku zu Hause. Pass auf, drei folgende Dinge. Erstens, vielen Dank für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Es waren jetzt in den letzten 3 Wochen über 340 Abonnenten gewesen. Wir sind jetzt bei 1235 oder so und damit sind die 1000 Abonnenten erreicht. Mega. Vielen Dank dafür, vielen Dank für euren Support und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin erhalten und ja, weiter so. Punkt 2, der Name von dem Kanal wird sich bald ändern. Von Trucker Achim zu Andys Truck World. Das bedeutet, ihr dürft euch nicht wundern, wenn bald auf euren Nachrichten steht, Andys Truck World hat ein neues Video eröffnet oder eingestellt oder ist jetzt online. Könnt ihr euch ruhig angucken, das bin ich. So. So viel dazu. Punkt 3. Dadurch, dass wir jetzt die 1000 Abonnenten erreicht haben, habe ich jetzt ein Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar, ihr könnt gewinnen. Unter anderem so eine Tasche. Und dennoch haufenweise Kleinzeug wie Thermosbecher, Zollstock, Kalender. Und es wird drei Gewinner geben und alle drei bekommen das gleiche. So, ihr müsst nur Folgendes beantworten. Ich werde euch drei Motorensounds einblenden. Und ihr müsst mir sagen oder beantworten, welcher von den drei Motorensound von meinem neuen LKW ist. Und da die Leute, die die richtige Antwort richtig haben, ja, oder erraten haben, unter den Leuten wird der Gewinn ausgelost. Kleiner Nebeneffekt: Die Leute, die gewonnen haben, also die drei Leute, die gewonnen haben, die dann ausgelost werden von den Leuten, die das richtig haben. Die müssen mir per Instagram einen Screenshot davon schicken, dass sie mich bei YouTube abonniert haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Und dann würde dann also mit den ganzen Daten und all drum und dran, wo ich das hinschicken soll und pipapo und hier und da, wisst ihr Bescheid. So viel dazu. Da war jetzt also im Schnelldurchlauf gewesen. Und ich hoffe, ihr nehmt alle fleißig teil. Also viel Spaß bei dem Video und schön kommentieren und viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Morgen. Ja, jetzt noch mal kurz an der Tankstelle rennen. Dankeschön, hier. Ja, jetzt in Waltershausen. Feierabend gemacht. Werden wir noch mal unser Essen holen, also unser Kaffee und so ein Zeug für 8 Euro. Ja, müssen wir den Coupon hier wegkriegen. Ne? Ganz wichtig. Da werde ich auch mal hier das nächste Mal stehen und dann wären wir auch schon los. Eigentlich wollte ich schon lange los, aber ich wollte ein bisschen länger schlafen heute. Oh ja, dann wird's machen. Also. So, wir werden jetzt loseiern. Schön losfahren werden wir jetzt. Attacke.
wir fahren jetzt immer hier runter, Stadtroda. Einmal zum Tanken. Ihr könnt zwar noch ein paar Kilometer kommen, aber ich denke mal nicht, dass Topf zurückreicht. Und hier weiß ich eigentlich, dass das eigentlich halbwegs noch im Rahmen ist, was den Preis so angeht. Also ich habe ja vorhin Waltershausen, ich glaube, da war der bei 1, bei der Liter Diesel bei 1,64 Euro. Oh, was ist das denn für ein Auto? Ja, jetzt kommt mir nicht mit dem Bus, aber dahinter mein Dick. Und ein Stück weiter in Eichelborn. Da waren wir schon bei 1,71 Euro oder 74. Der Liter Diesel, müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Ist halt nicht gerade. Ah, hier ist Uran. Hier so bei 1,67 Euro. Huch! Wichtig, ein paar Tücher hinzulegen. Ne? Nicht, dass man sabbert oder kleckert. Und dass man sich nicht den Lack zeigt. Ja, ganz wichtig. Der Lack muss in Ordnung sein. So. Dann fließt er. Müsste ich oben abmachen, aber irgendwie, wir sind nicht. Aber ich denke, das werde ich heute noch abmachen. Das ist immer noch von der Abholung. Muss man sich mal vorstellen, das ist eine vierspurige Autobahn. Und er fährt, seitdem er auf die Autobahn hier hochgefahren ist, immer auf der linken Seite. So, warum? Keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt schon zwei oder dreimal Lichthupe gegeben, dass er rüberfahren soll oder kann. Möchte er irgendwie nicht. Nochmal, ich weiß nicht, macht nicht so viel Sinn. Ich darf ja auch nicht rechts überholen, das geht ja auch nicht, ist ja auch wieder verboten. Tuckert hier mit 84 durch die Gegend. Das ist auch völlig okay, aber dann bitte auf der rechten Seite. Nee, ich beschwere mich jetzt hier gerade nicht, aber das ist halt irgendwie ein bisschen unlogisch. Ach, jetzt fährt er rüber. Jetzt, wo von hinten er kommt. Jetzt, wo ich nicht mehr rüber kann. Jetzt fährt er rüber. Ja, super. Danke. Oh Gott, ey. Jetzt kann ich euch mal was zeigen, weil ich stehe ja gerade im Stau. Ich habe Hände vom Lenkrad und ich habe meine Füße nicht. Da waren ja keine Schuhe. Oh, wo sind die Schuhe? Und ich habe keine Füße an den Pedalen. Und der hält jetzt einfach von alleine an. Zack. Aber da die Standphase zu lange dauert, muss ich dann immer zum Anfahren nochmal wieder Gas geben. Weil normalerweise, wenn die Standphase nur 2 Sekunden beträgt, fährt er von alleine wieder los. Und das funktioniert alle durch diesen Abstandstempomaten. Teilweise mit. Irgendwie so. Aber das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Das erste Mal, dass ich den so fahre, jetzt wie er fährt. Dass ich den einfach nur machen lasse und nichts mache. Aktive Lenkung, diese Lenkhilfe habe ich auch an, damit ich nicht lenken muss. Weißt, was willst du mehr? Ja, läuft. Und der hält immer schön Abstand 5 Meter. Wie einfach mal von alleine lenkt, ne? Krass, Alter. Krass, einfach nur krass. Ja, was jetzt hier vor ist, keine Ahnung, ich glaube irgendwann irgendwie ein Unfall oder so. Mein Kollege hat zwar gesagt, im Tegeltunnel, aber irgendwie war doch nicht Tegeltunnel. Irgendwie war davor irgendwo, weiß nicht. Ganz komisch. Naja,
Wir haben Zeit, wir haben nichts mehr zu tun. Ich habe übrigens ausgeladen in Berlin. Aber da darf ich euch ja nicht mehr drauf aufnehmen auf die Länder. Das funktioniert ja nicht. Beziehungsweise ich darf da nicht meine Kamera anmachen. Weil Katastrophe denn und so. Das ist sowieso so eine Bude, ey. Wir haben bei uns in der Auflieger haben wir Steckdosen drin an der Stirnwand. Für den Winter, wenn wir Druckmaschinen fahren, die wir dann beheizen müssen. So, und da stecken wir einen Stecker drin. Und dann haben wir noch Heizungen mit drauf. So, und die müssen wir da halt anschließen. Na, da war halt eben mal ein Kollege von mir da gewesen hier in Berlin bei der Bude. Und da haben die sich darüber aufgeregt, warum der Innenraum gefilmt wird. Also das ist keine Kamera, das ist eine Steckdose. Nein, das ist eine Kamera, der Verlader war sicher gewesen, dass das eine Kamera war. War eine Steckdose gewesen. Der musste aber noch eine halbe oder dreiviertel Stunde auf den Sicherheitsdienst warten von der Firma, damit die sagen können, ob das eine Kamera ist oder eine Steckdose. Also ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum der Verlader gelebt hat, wo eine Steckdose eine Kamera ist, aber okay. Was willst du machen? Einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß ja nicht, ob ich heute überhaupt schon mal die Kamera gemacht habe. Ich glaube nicht. Gestern habe ich mich auch nicht verabschiedet. Ich habe erst an den Dienstbach gestanden. Gestern an Dienstbach habe ich Feierabend gemacht. Und ich bin jetzt hier auf dem Weg Richtung Heimat, weil ich habe heute nur eine Ladestelle gehabt, und zwar in Neu-Isenburg. War dann natürlich sehr praktisch, dass ich in Dienstbach stand. Hinter mir fährt ein Kollege, der Scania-Fahrer. Der hat heute ebenfalls in Neu-Isenburg geladen und für Oranienburg und ich für Mariendorf. Und ja, jetzt fahren wir zusammen zurück. Bei den Kolonnenfahrten ist es immer so, der schnellere LKW, der fährt immer hinten. Und der langsamere, der fährt immer vorne. Damit man zusammen bleibt. Das ist immer so. Wir sind jetzt hier gerade bei Schlüchtern. Und ich habe 35 Tonnen und ich war hier mit 79 Stück hoch. Und natürlich, der Scania-Fahrer kommt natürlich nirgendwo hinterher. Man sieht ihn nirgendwo mehr in den Kameras. Nirgendwo. Er ist verschwunden. Er ist nicht mehr vorhanden. Na gut, okay, er ist ihn auch hinter mir. Aber ja, man kann ja mal ein bisschen Spaß haben. Ne? Montag muss ich ausladen. Boah, guck mal, wie viel Schnee hier liegt, Alter. Wie viel Schnee hier einfach überall noch liegt. Wahnsinn. Ist schon witzig, ne? Eben gerade war noch haufenweise Schnee und neblig. Jetzt haben wir Sonne pur, kein Schnee. Und dabei sind es nur ein paar Kilometer gewesen, die wir jetzt gerade zurückgelegt haben. Mega. Ah, wie ich den jetzt wegziehe. Ja, kommt da nicht voran auf der mittleren Spur. Okay, er hat mich eigentlich fast überholt, aber er hat gerade wieder nachgelassen. Oder zurückgesteckt, besser gesagt. Er wollte mir mal zeigen, was er kann. Ah ja. Vielleicht ist er bergauf doch noch ein bisschen schneller. Er ist halt V8, was willst du machen? Scania-Fahrer will ich wieder nie wohin. Aber wir sind jetzt in der Firma angekommen. Wir haben es jetzt halb acht abends. Und ja. Jetzt machen wir Wochenende. Montag lade ich nur aus, dann passiert glaube ich nicht viel. Aber gut. Mal schauen, was uns da noch so bevorsteht. Ich bin überrascht und ich bin, ach, keine Ahnung, ich mache jetzt Wochenende, macht's gut, ciao.